Dafür habe ich wieder Post bekommen von Amazon UK, nämlich in Form der Battles Without Honor and Humanity Complete Collection von Arrow Video. Damit ist die Arrow-Sammlung wieder komplett. Das Einzige, das ich an der Box ein klitzekleines bisschen schade finde, was wahrscheinlich jetzt einige von euch mit einem einfachen Duh kommentieren werden. Es sind alle Filme nur in der japanischen Originalfassung drinnen mit englischen Untertiteln, was für mich als jemand, der kein großer Fan von Untertitelleselei ist, ich gebe jetzt einmal dieses quasi Originalposter her, ich glaube nicht, dass sich das jetzt bei jedem Titel ausgehen wird im Update, finde ich eigentlich schade, weil, wie gesagt, ich lese sehr, sehr, sehr ungern beim Filmschauen Untertitel mit, meines Erachtens nach. Vor allem, ich verstehe nicht, wieso das alle großen Film- und Kinofans, quasi die versammelten Cinema-Snobs, so cool finden. Natürlich ist es genial, den Film in seiner Originalfassung beizubehalten, quasi komplett unverändert, weil ja jede Form der Synchronisation auch eine Interpretation ist und viele Ideen und Konzepte aus dem Original vielleicht sich nicht eins zu eins übertragen lassen. Das verstehe ich ja alles. Was ich allerdings nicht ganz verstehe, ist, warum dann Leute so gerne Untertitel mitlesen, weil damit beschränkt sich ganz ehrlich bei mir immer die Aufmerksamkeit auf den unteren Teil des Bildes und von dem, was oben passiert, kriege ich eigentlich gar nichts mehr mit. Also ich habe einmal, damals sind wir mit der Schule zu Mathilde gegangen ins Kino, Französisch hatte ich ein paar Jahre, kann wahnsinnig viel, bonjour, au revoir, vin, s'il vous plaît. Und damit sind meine Französischkenntnisse auch schon wieder zu Ende. Auf jeden Fall, mich lenkt das extrem ab. Also mich lenken Untertitel extrem ab. Ich kriege in Wirklichkeit dadurch, dass ich die ganze Zeit mitlese vom Film, so gut wie gar nichts mit. Weswegen ich bei Originalversionen quasi auf die Sprachen beschränkt bin, die ich persönlich kann. Und das ist Englisch, respektive amerikanisches Englisch, weil britisches mag ich nicht und australisches, beziehungsweise, was war das, schottisches in dem Film Filth, den ich mir tatsächlich angeschaut habe und, also, wenn ich jetzt sage, ich habe die Hälfte davon verstanden, war das natürlich eine große, große, große Übertreibung. Ebenfalls cool, dass mit dabei ist der Zusammenschnitt von allen Filmen. Das ist ein richtig, richtig geiles Set. Und ich habe jetzt letztens gerade in die OFDB hineingeschaut. Kleines, dünnes Buchletterl übrigens. In Hardcover. Wahnsinn. In die OFDB reingeschaut und bin drauf gekommen, es gibt sogar nur den allerersten Teil bei uns auf DVD. Eine deutsche Blu-ray gibt es nicht, beziehungsweise halt einmal noch nicht. Hier in England auf jeden Fall von Arrow Video ein Wahnsinns-Set. Unglaublich, in diese Arrow Booklets muss ich mich irgendwann einmal wirklich einlesen, weil das ist echt ein Paket, ein Wahnsinns-Hammer-Paket, wo ich echt sage, diese Arrow Video VÖs sind definitiv nicht überbezahlt und nach wie vor komplett in meinem Regal. Genial!